Guten Abend, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Rundex, we don't want to die in hospital. Die Familie Seffron ne veut pas mourir à l'hôpital. Ich bin beim bürgerlichen Gesetzbuch angekommen. Thema ist Vorsorgevollmacht und ich bin bei Beschluss 1906. Den wollte ich vorlesen. Und der ist ein bisschen länger. Es ist 1906 und 1906a. 1906 ist Genehmigung des Betreuungsgerichts bei freiheitsentziehender Unterbringung und bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. Und 1906a ist Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Zwangsmaßnahmen. So. Ich werde mal wahrscheinlich nur 1906 vorlesen und 1906a nicht. Genehmigung des Betreuungsgerichts ist übrigens hier die aktuelle Version des bürgerlichen Gesetzbuchs vom Walhalla Fachverlag. Rechtsstand 1. September 2017, Änderungen zum 1. Januar 2018 sind berücksichtigt. Genehmigung des Betreuungsgerichts bei freiheitsentziehender Unterbringung und bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentzug verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil erstens aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt oder zweitens zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist. Die Maßnahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. So. Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. Die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unverzüglich anzuzeigen. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Bevollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. Okay.
aus Interesse auch noch Beschluss 1906a. Beschluss 1906a, Genehmigung der Betreuung, des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Zwangsmaßnahmen. Widerspricht eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff dem natürlichen Willen des Betreuten ärztliche Zwangsmaßnahme, so kann der Betreuer in die ärztliche Zwangsmaßnahme nur einwilligen, wenn erstens die ärztliche Zwangsmaßnahme zum Wohl des Betreuten notwendig ist, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Zweitens, man muss da übrigens als Richter alle Punkte prüfen, das geht hier bis siebtens und man fängt bei erstens an und dann muss das alles gelten, das heißt, man muss an jedem Punkt einen Haken machen. Habe ich auch schon ganz anders erlebt, an der Stelle merkt man, wie Richter in Deutschland qualifiziert sind. Erstens, ärztliche Zwangsmaßnahmen, die sind zu doof dazu. Ärztliche Zwangsmaßnahme zum Wohl des Betreuten notwendig ist, um einen, also ich sag's nochmal. So kann der Betreuer in die ärztliche Zwangsmaßnahme nur einwilligen, wenn erstens die ärztliche Zwangsmaßnahme zum Wohl des Betreuten notwendig ist, um einen drohenden erheblichen Gesundheitsschaden abzuwenden. Zweitens, der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer, das muss auch erfüllt sein. Das heißt, wenn diese erste Sache da zutrifft, muss die zweite auch zutreffen. Und wenn die dann nicht zutrifft und nur die erste, dann darf man das auch nicht tun. Ich sag's jetzt laut in die Kamera und ich hoffe, dass Richter sich da endlich in Deutschland dran halten. Der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. Die ärztliche Zwangsmaßnahme demnach Beschluss 1901a zu beachtenden Willen des Betreuten entspricht. Das muss auch gelten. Das heißt, es muss erstens, zweitens und drittens gelten und viertens, fünftens, sechstens und siebtens. Und jetzt höre ich auf und lese es einfach nur vor. Viertens, zu verernsthaft mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks versucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen. Das findet auch nie statt. Fünftens, der drohende erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine andere den Betreuten weniger belastende Maßnahme abgewendet werden kann. An der Stelle sagt irgend so ein Arschloch in Weiß, der sich als Halbgott oder Gott sieht, das ist der richtige Weg und dann wird das so gemacht, über Alternativen wird gar nicht verhandelt. Sechstens, ist auch einfach nur widerrechtlich. Sechstens, der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme, die zu erwartende Beeinträchtigung deutlich überwiegt. Und siebtens, das ist das, was nie geprüft wird. Sechstens, es darf wirklich nur gemacht werden, wenn der Nutzen dem Zwang überwiegt. Man muss da abwägen. Es ist eine Abwägung von Rechtsgütern und Lebensqualität. Es findet nie statt. Es findet wirklich nie statt in Deutschland. Ich reg mich wirklich nur noch auf gerade. Die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus, in dem die gebotene medizinische Versorgung des Betreuten einschließlich einer erforderlichen Nachbehandlung sichergestellt ist, durchgeführt wird. Das heißt, man muss es in einem Krankenhaus machen, woanders ist es sowieso nicht zulässig. Es gibt hier so einen zweifelhaften Verein auf der Eichenstraße, die machen sowas auch anders, das geht nicht, das ist verboten. So, und jetzt höre ich auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge.